Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortnite Battle Royale. Und es ist ja bald die Season 3 zu Ende. Genau gesagt morgen, also in 15 Stunden und 9 Minuten. ja. Und ich habe es jetzt geschafft, bis zum Sensenmann hervorzudringen, indem ich noch die paar Level gekauft habe. Das waren jetzt nicht so viele. Ja. Und wir spielen heute natürlich den Sensenmann mit dem hier, mit diesem Emote. Ich hatte nämlich noch 500 V-Bucks übrig, da habe ich mir immer das gekauft. Und wir spielen Solo. Ja, natürlich mit Feuer. Ich finde den Emote ganz lustig. Das heißt sauber oder so. Also jetzt keine Angst, es kommt auch noch um die 2, weil es kam jetzt, glaube ich, die letzten 3 Tage nur Fortnite. Aber es kommt natürlich jetzt wieder um die 2, wenn du bist, der gerne um sie 2 guckt oder so. Wird wahrscheinlich auch noch heute kommen. Also kommt auch an, wenn du siehst. Also wahrscheinlich heute noch. So, wir machen aber erstmal unsere Tänze. Wir haben keinen Bock auf Schießen. Wir wollen jetzt erstmal. Ja. Dann noch der Roboter. Beste Kumpel. Natürlich Disco-Fieber. Wo ist es? Oh nein, das kann ich nicht zeigen. So, wo soll man runter? Ich würde mal sagen. Ach, Mann. Shift-Geschäfts. Ich bin auch mal gespannt, was im neuen Battle Pass dann reinkommt. Also, ich bin wirklich sehr gespannt. Mal gucken, was da alles so drin ist. Boah, ey. Sehen mich bestimmt und haben schon Angst vor mir. Ich bin ja nicht so ein guter Spieler. Also haben sie zu unechte Angst. Es war auch gut. Dann habe ich bessere Chancen. Nein, ich mach's nicht. Runter, runter, runter. Komm schnell. Schnell erstmal eine Waffe. Schnell rein, 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 rein. Boah! Direkt bekommen. Also ich glaube, die anderen Sensenmänner, die haben da noch ein bisschen mehr drauf. Ja. Probieren einfach nochmal weiter. Aber wieso gehen denn so viele nach Shifty-Chefs? Ich habe gedacht, so viele werden nach Greasy Grove gehen oder Pleasant Park. Das war halt auch shit. Ich habe nicht direkt von Anfang an eine Waffe bekommen. Das war natürlich blöd. Wutsch. Wutsch. So, ich tanze das nochmal. Disco-Fieber. Oh, die ist interessiert an mir. Ey, halt doch mal still, ich will tanzen. So. Greasy Grove diesmal. So, ich hoffe, hier gehen jetzt nicht gleich direkt so viele hin. Ja, mit dem geht der Trick nicht so gut. Schade. So kommt nämlich auf einer Stelle weiter, also schnell voran, ohne dass man dann weiter, dass man dann runtergeht. Shit, 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 shit. Beeilen. Dass ich es überhaupt noch bis hier unten hinschaffe. Ja. So. Das Haus kann ich ganz gut leiden. Weil hier meistens Kisten drin sind. Oh, ja. Wie gesagt.
So. Sortieren wir. Hier ist, glaube ich, schon wieder eine Kiste, oder? War ich hier nicht gerade? Nee, war ich gar nicht. Hier ist wirklich noch eine. Hier oben vielleicht oder da unten? Ach, hier oben, gut. Oh Mann, ich bin so schlecht. Jetzt komm rein. Hier gibt es aber eigentlich nur Sturmgewehre. Hier ist leider auch nichts Besonderes mehr drin. Besser gesagt nichts. Ah, ich weiß, vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, mitzunehmen. Ich meine, wir müssen brauchen ein bisschen Abwechslung. Oder hier hinten ist einer. Ich überrasche ihn mal. Die nehme ich direkt in die Hand. Boah, ist der dumm. Ja, es war auch einfach. Aber dass ich mich da natürlich so wieder anstelle, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. So, direkt Mini-Pack. Sie hätte bestimmt gedacht, oh, jetzt will ich meinen ersten Sensen mal eliminieren. Ja. Nee. So weit kommt's nicht. Was habe ich? Ach, da ist mein Pumpgun. Ich dachte schon, die wäre irgendwie weg. So. Das war ein typischer Noob. So, wollen wir mal gucken, wann der nächste kommt und auch eine Attacke macht.
So, wir brauchen erstmal schön viel Holz. So. Hier ist nichts Schönes. Es ist schön schon, aber ich habe nichts Besonderes, was ich jetzt noch mitnehmen sollte. Oh, der Komet ist aber jetzt auch wirklich näher, oder? Das ist viel, viel näher als bei den Updates davor. Was? Achso, ich dachte schon, da wäre irgendwie ein Raumschiff näher gekommen. Aber nein, es war einfach nur so ein bisschen animierter Himmel hier, was so typisch in Fortnite ist. Dieser Sturm. Ist auch so dünn, also ich finde, da ist auch ganz echt cool mitzuspielen irgendwie. Hat schon jemand geöffnet. So, ich glaube, das Holz genügt, sollte mir bald genügen. Also wir sind schon mal unter den Top 25. Aber wenn das nicht meine Leistung wäre. Oh. Ach, das ist die Sonne. Ach, das blendet so. Ich denke jetzt, ich bin so voll im Meteoritenfieber. Das soll ja vielleicht passieren. Was? Das war gerade ein Bug. Das soll ja vielleicht diese Nacht passieren. Ach, keine Ahnung. Oder vielleicht im nächsten Update oder so. Keine Ahnung, ob dann irgendwie der Meteorit einschlägt. Oder vielleicht ist es auch ja ein UFO. Aber darüber will ich jetzt nicht sprechen, dass alle, die Fortnite kennen und darauf warten, wissen natürlich, was ich meine. Weil ich, es ja, keiner weiß halt, was, wie es wirklich ist. Ach, komm, ich gehe hoch. High Ground. Die Boogie-Bombe, hoffentlich kann ich die auch nochmal einsetzen. Die wäre ganz cool, wenn ich die mal einsetzen könnte. Oh, Meteorit. Ja, ich kann halt nicht bauen. Oh, der schwebt halb in der Luft. Ich gehe noch mal ein Stück höher. So, hier sind wir auch wirklich an der Spitze angekommen. Man, hier liegt nichts rum. Hier ist es, glaube ich, auch noch nicht, ist aber nicht wirklich die Zeit, schon irgendwie zu campen. Oh Mann, ey. Er wollte, es wollte irgendwie nicht. Ja, toll. Ich habe auch kein Schild mehr. Das ist jetzt halt blöd, weil ich mich verklickt habe. Oh, da hinten kommen auch schon wieder ein paar Meteoriten. Es kommen echt viele Meteoriten gerade. Wahrscheinlich, weil es auch kurz vorm Einschlag ist. Der Sturm kommt auch wieder. Ich habe mich schon fast erstreckt. Ich habe gedacht, ja, wisst schon. Ich habe natürlich gedacht, ups, dass der jetzt noch, dass ich noch irgendwie laufen muss oder so. Oh, ich kann es nicht bearbeiten. Schade. Stimmt, es geht ja nicht, wenn man es wenn nicht selber gebaut hat. Glaube ich, oder? Ach, komm, ich nehme es so.
War das gerade Meteorit? Oder war das noch Raketenwerfer? Keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Meteorit. Ich glaube, der war sogar ziemlich in der Nähe von mir. Ich habe irgendwas gehört. Oh, da hinten! Oh, ich habe schon 408 Holz, aber nein, nein, nein. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich mag halt Holz, weil man ein bisschen Reserve hat. So, ist hier ein bisschen Action? Ist das eine goldene Waffe? Nee, ist eine Lampe. Ah, stimmt, das hier. Sturmgewehr. Oh! Überrascht man sich doch. Das soll ich doch mal ordnen. Oh! Oh! Shit, ich habe echt Angst, dass ich hier irgendwie getroffen werde. So, jetzt baue ich. Es ist, glaube ich, schon mal langsam in der Zeit, ein bisschen zu bauen. Die mache ich noch kaputt. Ich werde angeschossen, oder? Ich bin, glaube ich, angeschossen. So, erstmal kaputt machen. Das war ja, glaube ich. Ist hier einer? Du Scheiße. Puhuhu. Ich hoffe, ich werde nicht getroffen. Ich habe echt Angst irgendwie. Weil es kommen schon sehr, sehr viele. Oh. Oh. Das war jetzt wirklich richtig knapp. Da ist aber ganz schön was los. Oh. Was sind das viele? Noch irgendwo jemand? Oh, da ist noch einer. Wow. Ach, hier ist er wieder. Der Typ da, den ich eben schon, glaube ich, gesehen habe. Boah, Mann. Oh, da hinten kommt noch einer. Wie viele? Wo ist er? Mach, was ist er da oben? Och nein! Das wird aber jetzt wirklich sehr knapp. Ich bin schon wieder im Kreis, wie cool. Ja toll, der hat jetzt natürlich einen großen Vorteil. Guck doch gern ein bisschen. Wo ist er denn? Wieso zeigt er sich eigentlich nicht? Oh. Boah, ist das nervig. Und cool.
Ist das Raketen oder sind das? Was ist denn das? Ist runtergefallen? Oh, ich glaube, ich werde angeschossen. Ja, ich werde angeschossen von der Seite. Och nein! Wo ist er denn? Oh, 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 der. Der will Krieg. Das soll doch sehr aufpassen. Ich glaube, den nehme ich mir erst später vor. Wo ist er denn? Shit, shit, shit. So, wo war der Typ? Sechster? Ja, nicht das Allerschlimmste, Schlechteste. Oh nein, der hat 7 Kills? Er scheint gut zu sein. Gut, dann war es das mit der heutigen Folge von Fortnite. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Darüber würde ich mich sehr freuen. Diese ganzen Meteoritenschauer, die finde ich jetzt schon ein bisschen übertrieben, dass die jetzt so viele da eingebaut haben. Aber natürlich auch cool. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss.